Die EU muss endlich gegen Korruption und Betrug vorgehen. Im Zentrum des Qatar-Gate-Skandals stehen zwei gut finanzierte Brüsseler NGOs, Fight Impunity and No Peace Without Justice. 2018 veröffentlichte der Europäische Rechnungshof einen schockierenden Bericht über die mangelnde finanzielle Transparenz von NGOs. Obwohl NGOs Dutzende Milliarden EU-Mittel erhalten, bleiben sie als sogenannte nicht verpflichtete Einrichtungen von den EU-Geldwäscheregeln ausgenommen. Daher behauptet die Kommission, ihr lägen keine ausreichend detaillierten Informationen darüber vor, wie EU-Gelder von NGOs ausgegeben würden. Der Rechnungshof fordert genau deshalb die sofortige Einführung einer EU-weiten Definition von NGOs, um Transparenz und Kontrolle zu verbessern. Doch Kommission und Parlament bleiben untätig. Im Wirtschaftsausschuss wird mein Vorschlag, die Definition politisch exponierter Personen auf Manager von EU-subventionierten NGOs zu erweitern, von den selbsterklärten Vorkämpfern gegen Korruption in anderen Fraktionen abgelehnt. Ob von der Leyen's SMS an den CEO von Pfizer, sozialistische Abgeordnete, die Bestechungsgelder aus Katar und Marokko erhalten, oder die Verbindung der EZB zu BlackRock und Goldman Sachs. Eines bleibt deutlich: Vertreter der herrschenden Meinung werden nicht verfolgt. Nur hin und wieder gibt es ein Bauernopfer. Vielen Dank.